Guten Abend, meine Damen und Herren. Der neue amerikanische Präsident zieht zurzeit viel Aufmerksamkeit auf sich. Setzt er sich mit seiner protektionistischen America First-Sicht der Welt durch, beeinflusst das den globalen Handel massiv. Und dies hat natürlich auch Auswirkungen auf die Rohstoffmärkte. Ich freue mich hierzu, Eugen Weinberg, den Rohstoffexperten der Commerzbank, zu begrüßen. Guten Abend, Herr Weinberg. Guten Abend, Michael Timmermann. Was bedeutet Herr Trump zum Beispiel fürs Öl? Aktuell schaut der Ölmarkt ausschließlich auf die OPEC. Ob und in welchem Umfang die Produktionskürzungen, die man im letzten November beschlossen hat, umgesetzt werden. Dabei vergisst man ja, dass die OPEC-Strategiewechsel, der im Jahr 2014 vollzogen war, nicht wegen der geringeren Nachfrage oder zu hoher Produktion aus der OPEC entstand, sondern vor allem, weil die amerikanische Produktion zwischen den Jahren 2012 bis 2015 jedes Jahr um knapp 1 Million Barrel gestiegen war. Und jetzt hat die Verdopplung der Ölpreise in den vergangenen 12 Monaten dazu geführt, dass die Bohraktivität in den USA massiv zugenommen hat und damit auch die Ölproduktion wieder auf die alten Höhen zurückgehen sollte. Wir sind überzeugt, dass Herr Trump dabei auch eine sehr starke Unterstützung für den Ölmarkt bieten wird, für den US-Ölmarkt. Die amerikanische Ölproduktion wird noch stärker steigen und bereits im Laufe dieses Jahres dürfte die USA wieder der weltgrößte Ölproduzent werden. Was bedeutet das für den Ölpreis? Das sind ja trübe Aussichten für den Ölpreis, denn damit hat sich die OPEC-Strategie wieder nicht ausgezahlt und da werden wir im Laufe des Jahres wieder deutlich niedrigere Ölpreise sehen, während jetzt die meisten anderen Analysten einen nachhaltigen Anstieg auf über 60 Dollar erwarten. Rechnen wir damit, dass die Ölpreise im Laufe dieses Jahres sogar nachhaltig unter 50 US-Dollar fallen werden. Trump steht ja auch für Konjunkturprogramme. Die Industriemetalle sind in dem Zuge sehr stark gestiegen in den letzten Wochen. Wie ist da Ihre Sicht? Da kann man ja auch sehr gut sehen, dass der Wahlsieg Trumps im letzten November die Preise für Kupfer, Zink und andere Industriemetalle um bis zu 30% nach oben katapultierte in wenigen Wochen. Hier sind die Erwartungen überzogen. Denn auch wenn tatsächlich Trump hier den Worten die Taten folgen lassen wird und die für neue Straßen, Häuser und Brückenbau sorgen wird, ist der Einfluss der USA auf dem Weltkupfer- oder Zinkmarkt relativ gering. Die Amerikaner machen vielleicht 10% der weltweiten Metallnachfrage aus, während China über 50% der Nachfrage stellt. Und eine mögliche Verlangsamung des Welthandels wird natürlich ungleichmäßig größeren Effekt auf die Metallpreise haben als die Konjunkturprogramme in den USA. Deswegen gehen wir davon aus, dass die Kupferpreise und die Preise für andere Industriemetalle bereits im Laufe der nächsten Wochen, der nächsten Monate sehr stark unter Druck kommen werden. Würden Sie dann jetzt umschichten ins Gold? Auf jeden Fall, denn nicht nur werden aktuell die meisten Risiken ausgeblendet, weil man ja aus dem letzten Jahr gelernt hat, dass die ganzen politischen Krisen keinen nachhaltigen Effekt auf die Finanzmärkte haben, sondern man vergisst dabei die Tatsache, dass die steigenden Nominalzinsen noch kein Hindernis für steigende Goldpreise sind. Denn die Realzinsen, auf die kommt es an. Man kann ja sehen, dass die Realverzinsung im Laufe der letzten 10, 15 Jahre auch nachhaltig die Goldpreise beeinflusst hat. Und wir gehen davon aus, dass nicht nur Nominalzinsen in den USA in diesem Jahr steigen, sondern die Inflation ungleichmäßig mehr zunehmen wird. Und damit wird auch Gold attraktiv bleiben. Wir sind überzeugt, der Goldpreis wird im Laufe dieses Jahres auf 1300 US-Dollar steigen und im nächsten Jahr sogar auf 1400 US-Dollar. Alles klar. Wie sieht es beim Commerzbank Rohstoffstrategiefonds aus? Dort sind Sie ja beratend tätig. Wie ist die Strategie dort zurzeit? Ja, aktuell ist der Fonds so schon sehr defensiv positioniert, weil wir sehr viele Risiken in den kommenden Monaten sehen. Aber im Laufe der nächsten Monate sehen wir auch Chancen. Wenn jetzt die Kupferpreise unter Druck kommen, wenn jetzt die Ölpreise unter Druck kommen, wie wir erwarten, würden wir diese Gelegenheit nutzen, um die Positionen wieder aufzubauen. Denn langfristig sind wir überzeugt, dass sowohl die Nachfrage als auch die Rohstoffpreise im Laufe der nächsten Jahre wieder steigen werden. Vielen Dank, Herr Weinberg, für Ihre Einschätzung. Meine Damen und Herren, und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Nächste Woche geht es weiter mit dem Chefvolkswirt der Commerzbank, Dr. Jörg Krämer. Und ich werde ihn fragen, ob er seine Prognosen denn nun angepasst hat, jetzt da der neue Präsident im Amt ist. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Stage Alpha Dividende Plus ETF.
Börsennotierung in Frankfurt, Xetra und Stuttgart. Alle Infos unter www.ideastv.de.